Soll ich mal was zeigen, wie ich in der Realschule aussah? Wollt ihr das sehen? Seht ihr das? Das ist Burak in all seiner Blüte. Und diese übergroße rote Hose, Alter. Seht ihr meine Haare? Ihr denkt, meine Haare sind aktuell schon lang, ne? Ihr habt keine fucking Ahnung. Und da habe ich einen Haarreifen getragen im Sportunterricht, weil die mir immer ins Gesicht gefallen sind. Aber warte, there is more. So, ihr habt 10. Klasse Burrito gesehen. Jetzt seht ihr 7. Klasse Burrito. Seid ihr ready? Wie süß ich bin! Ey, ihr wisst gar nicht, wie cool ich mich mit diesem Mantel gefühlt habe. Ich habe mich richtig erwachsen gefühlt. Also wirklich habe ich wirklich richtig, richtig erwachsen gefühlt, weil ich dachte, boah, ich trage einen Mantel, das ist voll cool. Und damals noch diese Kopfhörer gehabt, wo man so komisch übers Ohr gehangen hat, Alter. Mies cute, by the way. Wie alt war ich da? Das wird schon 2011? 15. Ich war 15 zu dem Zeitpunkt. Kurz vor 16. Also haltet euch mit euren Kommentaren lieber ein bisschen zurück, ihr Perverslinge. Sollen wir noch weiter zurückgehen? Ich war da. Wie alt war ich? Ich habe keine Ahnung, wie alt ich da war, to be honest. Aber ich finde, man sieht schon, dass ich das bin, oder? So, die Gesichtsform, die Gesichtszüge. Das hier war 2012. Wir hatten Mottotag in der Realschule zum Abschluss. Und Motto war Schlafanzug. Oder schlafen. Oder was auch immer, ne? Und dann habe ich meinen Kuschelhasen. Ich habe einen fucking Kuschelhasen. Denn Kuschelhasen ist das männlichste, was es gibt auf der Welt. Fluffy mit in die Schule genommen. Das war ein schöner Mottotag, Alter. Da war ich 16, glaube ich. 16, 17. Die Blüte meines Lebens war das. Keine Sorgen, keine Miete, keine Rechnungen, einfach nur das Leben leben. 2013 war das. Da bin ich gerade, glaube ich, in die Oberstufe gekommen. Das war in der 11. Klasse oder so. Und das war gerade der Übergang zum jungen Erwachsenen-Burak, wo ich keine In-Ears mehr hatte, sondern diese Overheads. Und ich hatte keinen Rucksack oder Tornister oder so eine Scheiße, sondern so eine Seitentasche. Und da habe ich mich richtig krass erwachsen gefühlt. Und guck mal, wie skinny ich war auf dem Bild, Alter. Holy shit. Stirn ein bisschen kraterig, aber das ist okay. Ich mag das Bild. Ich finde, das ist ein schönes Bild. Ich glaube, zu meinen Teen-Jahren. Wie sage ich das, ohne wie ein Hurensohn zu wirken? War ich bei Frauen relativ beliebt, würde ich behaupten. Da habe ich zum ersten Mal meine Haare weiß gefärbt gehabt. Ist auch eins meiner Lieblingsbilder. Das ist von 2015, von vor 6 Jahren. Da war ich 19, glaube ich. Von Hallo Sir, kann ich Ihre Tochter bitte ausführen? Zu auch Ihre Tochter nennt mich Daddy. Kennt ihr nicht das Meme? Bitte sagt mir, ihr kennt das Meme, sonst fühle ich mich voll scheiße. Man kann sagen, was man will, aber ich sah aus wie ein fucking J-Rockstar, Alter. Ich weiß auch nicht, ey. Ich hätte Legend in einer fucking Japanese Rockband spielen können. Und niemand hätte es gewusst. Das Bild ist von 2016. Da bin ich in die Türkei geflogen. Hier offizielles Riot Games Challenger Series Match als Coach. Und das hier ist das berühmt-berüchtigte Coaching-Outfit. Blaues Hemd, schwarze Krawatte und schwarze Weste. Ärmel hochgekrempelt. Das habe ich bei jedem meiner Coaching-Jobs angehabt. Das wurde irgendwann zum Coaching-Outfit. Dann haben wir, ich glaube, das hier war das erste Mal bei Summoners Inn. Bin mir nicht mehr sicher. Das ist so das Ereignis, was meine Karriere, glaube ich, so wirklich gekickstartet hat. Das war wild. Da war ich auch voll nervös, Alter. Oh, das ist ein schönes Foto, finde ich. Das ist einfach ein random-ass Foto von einem random-ass Shooting von 2016.
Mein Hemd hat halt auch keine Fusselrolle in seinem Leben gesehen, ne? Das ist aber okay. Ich schwöre, ich liebe es, Fotos zu schießen. Das ist insane. Ich weiß nicht. Ist das selbstverliebt? Ich mag es irgendwie einfach so zu posieren, um Fotos zu machen. Ich weiß auch nicht, Mann. Das ist das legendärste Foto, was es gibt von mir. Ich sehe so gut aus auf diesem Foto. Holy shit. Junge, boah, ich liebe dieses Bild, ne? Ich würde mit diesem Bild am liebsten Liebe machen. Was ein bisschen Make-up und Haarestylen ausmachen kann, ne? Aber dann gibt es gleichzeitig halt noch solche Bilder. Die Dualität des Mannes. Das Bild wurde in Amsterdam geschossen, glaube ich. Als ich mit Milena da war. Ich war so, ey Milena, mach mal ein Foto. Burritos. Ja, ich bin Burrito. Boah, das ist auch ein super schönes Bild, finde ich. Ey, das Bild gefällt mir so richtig, richtig gut. So, meine Haare liegen einfach gut. Die Pose ist nice. Das Outfit gefällt mir. Ich war skinny. Das ist alles nice gewesen, so. Und ich weiß nicht genau warum, aber hier sehe ich ein bisschen aus wie ein Tekken-Charakter, oder? Ich finde, der Mantel zusammen mit dem Blick, so als würde ich gleich dich verprügeln wollen. Ich meine, guckt euch mal jetzt nur den Blick an, ja? Scheiß mal auf die Haare und so. Das ist doch richtig dieser, ich hau dir auf die Fresse Blick so, oder nicht? Hier habe ich mich wirklich auf den Dokumi gehalten und ich habe die Leute angewiesen, alle zu dabben. Das haben die Leute mehr oder weniger freiwillig mitgemacht. Boah, wie skinny ich war, Alter. Jesus fuck, Alter. Ja. Okay, das Foto war beim kurze Background Story. Ich habe früher Tanzkurse genommen und immer wenn ein Tanzkurs vorbei war, haben wir den Kurs den Tanz gedreht. Und da waren halt auch sehr, sehr, sehr gute Fotos, Freunde von mir mit bei. Und ich sag mal so, es gibt ganz, ganz viel homoerotische Spannungen zwischen uns, aber das ist voll okay. Es gibt nur ein Foto von mir mit schwarzen Haaren, als Döner essen war. Das ist das einzige Foto. Ich sehe so weird aus mit schwarzen Haaren. Guck, wie schön meine Haare da aussahen. Da war ich noch jung und unverbraucht. War ich gerade mal 20 geworden. Das könnt ihr euch, glaube ich, erübrigen, warum ich die Haare nicht länger so gehalten habe, oder? Es war ja nicht mal wirklich ein Rot oder so. Es war halt einfach nur, damit ich von Weiß auf Braun zurückfärben kann. Ich weiß nicht, warum, aber dieser. Ich würde mich am liebsten so richtig selber knuddeln. Klingt das weird? Wahrscheinlich, ne? Ist mir aber scheißegal, Alter. Palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on the sweater already. Mom, Spaghetti. Man sieht beim Tanzen immer nur, wie cool es am Ende aussieht, aber man sieht nicht den Schmerz und den Struggle, Alter.